Hallo und herzlich willkommen hier bei Book of Unwritten, ja, Tales. Wir haben die Pralinen geklaut, der schlimme Mundraub, und jetzt müssen wir den einen Oger hier entsprechend vergiften, aus der Kraft setzen, damit uns der gute Grump dann sagen kann, was entsprechend passiert oder was er uns sagen möchte. So, hier haben wir eigentlich auch alles erledigt. Und ab in das Gasthaus. Ich bin gespannt, was in Schlogger. Okay, eine blau verpackte Praline aus der Bäckerei. Und ich würde sie liebend gern essen, aber ich glaube nicht, dass uns das weiterhelfen würde. Okay. Eine rot verpackte Praline aus der Bäckerei. Ich würde sie liebend gern essen. Ja, okay, und welche mag er jetzt? Hallo, Zloff. Ah, Wilbur, sei gegrüßt. Ich nehme an, die rote wird mit dem Alkohol sein. Schau mal, ich habe dir eine Praline besorgt. Och, das ist nett gemeint, aber das sind die falschen. Die roten sind mit Alkohol. Alkohol machen Schlaf müde. Ich fürchte, das stimmt. Ich esse nur die blauen, ohne Alkohol. Tja, es war gut gemeint. Okay. Wiedersehen, Zloff. Auf Wiedersehen. Ja, dann machen wir jetzt einfach Folgendes. Blau verpackte tausche. In Ordnung. Ich tausche die rote gegen die blaue Verpackung. Fertig. Okay. Hallo, Zloff. Ah, Wilbur, sei gegrüßt. Und möchtest du eine von den blau verpackten Pralinen ohne Alkohol? Möchtest du noch eine von deinen Lieblingspralinen ohne Alkohol? Och, natürlich! Ups! Aua! Schlaf K.O. Sehr schlauer Plan, Willibur. Okay, Der Aufprall war ziemlich heftig. Vielleicht sollten wir einen Arzt holen. Nein, Ogerschädel unkaputtbar. Also schön, wenn du meinst. Okay. Was wolltest du mir denn sagen, Grump? Ich hoffe, das war es wert. Grump haben Golem. Oder Teil von Golem. Der Golem deines Bruders? Nein, anderer Golem. Grump haben gekauft. Oh, perfekt. Okay. Warum hast du einen Golem gekauft? Und warum darf Zloff nichts davon wissen? Zloff immer so viel arbeiten. Viel Stress, viel Streit. Grump Angst, wenn weiter streiten, Zloff ihn eines Tages verlassen. Oh. Okay. Grump deswegen Golem gekauft. Soll aushelfen in Gasthaus. Zloff und Grump Urlaub machen. Ich verstehe. Und weil Zloff schlechte Erfahrungen beim Golembau hat, wolltest du den Golem vor ihm geheim halten, bis er fertig ist. Mhm. Er ist doch perfekt. Ich meine, wie soll er ihn verlassen? Also die, ja. Wo ist der Golem? Oder seine Teile? Hier! Ist kaputt! Ja, ich sehe es. Grump mehr Teile kaufen, dann anbrüllen, bis Golem lebendig wird. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ja, Zloff würde hören und schimpfen. Grump nicht sollen spielen mit magischen Dingensbummens. Willibur muss Golem bauen, dann Grump aufhören, sich über Größe von Willibur lustig zu machen. Du hast dich nie über meine Größe lustig gemacht. Willibur so klein, Mäuse sagen Zwerg zu ihm. Grump das nicht mehr sagen, wenn Willibur helfen. Also schön. Wie wäre es dann? Ich helfe dir und baue den Golem.
Aber bis zur Wahl gehört er mir und ich kann mit ihm machen, was ich will. Nach der Wahl bringe ich ihn zurück und der Golem kann dir und Sloff hier im Gasthaus helfen. Okay. Oh. Was ist passiert? Sloff sein Schlafmütze. Bis dann, Grump. Okay, er ist wieder da, aber ihm fällt es nicht auf, dass hier jetzt so ein halber Golem irgendwie liegt. Schon sehr, sehr strange. Was hat er hier noch drüben? Der alte ist unfair zu mir und er tut so, als wüsste er es nicht. Ich rede nur noch mit ihm, wenn er... Okay, da können wir nichts mehr machen. Betrachte den Golem, ist ein neues. Hier ist auch noch ein Tisch. Der ist mir noch gar nicht aufgefallen jetzt hier. Ich war hier seit der Neueröffnung noch nicht. Ich hatte so viel in der Schule zu tun. Ist hübsch geworden. Wenn auch eine seltsame Mischung aus rustikal und elegant. Der alte Mensch, World of Menschkraft, der Mat hier, der hier immer noch steht. Hervorragend. Was haben wir hier? Ein Torso und sonst nichts. Arme, Beine und Kopf fehlen. Okay, dann müssen wir irgendwoher jetzt Arme, Beine und Kopf besorgen. Wir könnten nochmal mit denen hier sprechen, ob die uns jetzt inzwischen irgendwas haben. Ja? Ich brauche Ton, um daraus etwas zu formen. Vor der Stadt gibt es doch massenhaft davon. Könnt ihr mich durchlassen? Das würde dir wohl so passen, was? Ja. Wir lassen dich aber nicht durch. Könntet ihr mir dann vielleicht einen Klumpenton durch die Barrikade reichen? Was bekommen wir dafür? Machst du etwa Geschäfte mit dem Feind? Wir machen keine Geschäfte mit dreckigen Kapitalisten. So ist richtig. Ich will den Ton ja gar nicht für mich. Ich will damit eure Sache unterstützen. Wie das? Ich würde eine prächtige Skulptur... Nun, ich bin Künstler und könnte eine Skulptur in der Oberstadt errichten, die euren heldenhaften Protest darstellt. Endlich mal jemand, der mitdenkt. Eine große, prächtige Statue, die den Protest der einfachen Leute auf monumentale Weise für die Ewigkeit einfängt. Das ist genau, was wir brauchen. Zeige uns bitte die Konstruktionspläne und einige Referenzen. Bei Gefallen kannst du anschließend ein Modell anfertigen. Wenn wir über das Modell eine einstimmige Entscheidung in der Vollversammlung der Freigeister erzielt haben, liefern wir den Ton. Klar. Aber vorher bräuchte ich schon eine kleine Menge Ton für einen anderen Zweck. So? Wofür? Wenn ihr mir nur ein paar Handvoll Ton gebt, könnte ich damit die Barrikade entscheidend verbessern. Tatsächlich? Na klar. Ich schmiere den Ton von hier aus zwischen die Bretter und im Sonnenlicht wird er steinhart. Ich finde, das klingt nicht schlecht. Die Barrikade ist schon stabil genug. Der Geist der Freundschaft hat sie gebaut und die Ketten der Unterdrückung halten sie zusammen. Aber hier sind überall Öffnungen, die abgedichtet werden müssen. Zauber könnten durch diese kleinen Lücken kriechen oder Gas oder so. Vielleicht hast du recht. Aber ich traue dir nicht. Nicht einfach so. Okay. Ich bin einer von euch. Der Pin hier sollte Beweis genug sein. Prinzipiell schon. Aber vielleicht hast du ihn einem unserer Leute unter Zwang abgenommen. Oh, die ist so kritisch. Nein, ich habe ihn mir ehrlich verdient. Ich bin beinahe überzeugt. Zeig mir unser geheimes Handzeichen und wir geben dir den Ton. Ich glaube, ich habe die Stadtwache gesehen. Besser, sie sieht mich nicht. Ja, komm wieder, wenn die Luft rein ist. Okay, wir brauchen das geheime Handzeichen. Und ich glaube, einer, der es wissen müsste, ist doch oben X, weil er ist ja der politische Gefangene, von dem wir schon den Pin geklaut haben. Deswegen gehen wir zurück in die Oberstadt. Hier, unser absoluter Freund, der Bestechliche. Das gibt's echt nicht.
Können wir von der Statue hier nicht Kopf und Arme irgendwie? Beine hat der Ritter zwar nicht mehr, aber dafür zwei kräftige Arme aus Stein, die jedem Golem gute Dienste leisten würden. Dann nehmen wir uns die doch. Benutze Hammer. Ohne Meißel oder etwas in der Art bekomme ich die Arme nicht sauber abgetrennt. Ich will sie nicht zerstören. Okay, das müssen wir dann auch noch irgendwie schaffen. Also, wir brauchen einen Meißel und dann reden wir jetzt mit X wegen dem geheimen Handzeichen. Hallo? X? Psst! Was ist? Wenn du zu den Protestlern gehörst, musst du doch ihr geheimes Handzeichen kennen, oder? Klar! Kannst du es mir zeigen? Damit du es ihnen verraten kannst? Nein, ich brauche es und ich bin einer von euch. Dann müsstest du das Zeichen doch selber kennen. Tue ich ja auch. Ja, dann mach das geheime Zeichen. Oh, das ist wieder genau das gleiche wie vorher beim Jorge. Kein Problem, aber du zuerst. Was soll das heißen? Ich weiß nicht, ob du zu uns gehörst. Außerdem, du sitzt schon ziemlich lange im Gefängnis. Vielleicht hat man dich einer Gehirnwäsche unterzogen. In Ordnung. Jetzt du. Okay, du bist einer von uns. Oh, ja. An der Barrikade war von einem Kuchen die Rede. Ja, tolle Leistung. Ich wollte eine Feile, um mich befreien zu können. Was haben die Genies mir geschickt? Einen Meißel. Der Gedanke zählt. Perfekt. Hätten sie auch noch einen Hammer im Kuchen versteckt, vielleicht. Darüber wird bei der nächsten Gruppensitzung zu sprechen sein. Aber den Meißel brauchen wir ja für den Golem da drin. Ich bräuchte den Meißel. Kannst du ihn mir leihen? Wofür brauchst du ihn? Ich bin mir nicht sicher, aber wenn ich eines weiß, jedes Mal, wenn ein Gegenstand meine Aufmerksamkeit erweckt, ist er früher oder später für etwas nützlich. Du bist ein aufmerksamer Beobachter. Aber ich sehe nicht, wie mich das aus dieser Zelle befreien sollte. Wegen deines Meißels. Ja? Ich hätte vielleicht den passenden Hammer dazu. Tatsächlich? Das wäre ja großartig. Ja, aber... Ich gebe ihn dir nur im Tausch gegen den Meißel. Ich gebe dir den Hammer nur, wenn du mir dafür den Meißel gibst. Dann hast du einen Meißel ohne Hammer und ich einen Hammer ohne Meißel. Ich wollte nur testen, ob du auch mitdenkst. Was für einen Hammer willst du denn genau haben? Wie, was für einen Hammer? Einen Hammer halt! Oh, da gibt es große Unterschiede. Ich habe lange bei den Zwergen gelebt und habe da so einiges im Gebiet der Hammerkunde aufgeschnappt. Willst du einen zwergischen Stahlkopfhammer, einen gemeinen Rundkopfhammer oder einen Warhammer? Einen zwergischen Stahlkopfhammer? Für Links- oder Rechtshänder? Ich will doch nur ein paar Steine aus der Mauer schlagen. Aus dieser Mauer? Was für einen Meißel hast du denn? Baujahr? Legierung? Ich weiß nicht. Hammer und Meißel müssen unbedingt zusammenpassen. Tun sie es nicht, kann das fürchterliche Konsequenzen haben. Tatsächlich? Das ganze Gebäude könnte einstürzen, oder? Natürlich. Schwingungen des Meißels könnten das gesamte Gebäude instabil werden lassen. Was nützt dir ein Loch in der Wand, wenn du unter Tonnen von Stein liegst? Aber ich weiß nicht, was das für ein Meißel ist. Deswegen sollte man immer nur mit Profis zusammenarbeiten.
Gib mir den Meißel, ich suche den korrekten Hammer. Oh, danke. Okay, wir haben den Meißel. Mal, wie ging nochmal das Bist Handzeichen? Bist du es wirklich, X? Klar! Mach das Zeichen. Okay, alles in Ordnung. Drei Hand außen. Okay. Gut, dann, Tja, dann. Ich muss weiter. Pass auf dich auf, Alter. Gut, dann benutzen wir jetzt den Meißel und schlagen der Statue die Arme ab. Ich hoffe, du hast nicht vor, Stadteigentum zu beschädigen. Natürlich nein. Nicht. Das ist gut. Andernfalls müsste ich aufstehen, ganz bis zu dir rübergehen und dich verhaften. Den Stress wollen wir mir doch lieber ersparen, oder? Okay, wir kennen das geheime Handzeichen und bekommen den Ton dafür jetzt her. Dann schauen wir doch mal nochmal runter zu unseren Freunden. Ich hoffe, ich kann das geheime Handzeichen jetzt hier. Hier geht's durch, genau. Einmal durch und dann wieder an die Tür. Ja? Ich bin's wieder. Mach die geheimen Zeichen. Also schön. Okay, es war Mist. Ein Moment. Einmal, dann außen. Korrekt. Ja. Ich schätze, du bist tatsächlich einer von uns. Hab ich doch gesagt. Hier, nimm die. Die kannst du in der Oberstadt aufhängen. Plakate? Eigentlich geht es mir um den Ton. Ja, ja. Hier hast du auch etwas Ton. Möge dieser Klumpen reiner Erde der guten Sache dienen. Das wird er. So, und dann noch dieses Loch. Das wird für eventuelle Giftgasangriffe reichen. Der Rest des Tons ist für den Golemkopf. Okay, wir haben die Barrikade verstärkt. Und forme einen... Also schön. Wie soll mein Golem aussehen? Ach, das ist ja cool. Ich kann mir selber aussuchen. Klasse. Ja, das werden wir dann wahrscheinlich jetzt dann in der nächsten Folge machen. Wir formen uns einen Golemkopf. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns morgen dann zu einer neuen Runde hier. Book of Unwritten Tales. Bis dann. Ciao, ciao.